Drei Viertel aller Unfälle passieren im häuslichen Bereich. Weil hinter einem Haushaltsunfall manchmal mehr steckt, müssen Notärzte nicht nur medizinische Ersthilfe leisten, sondern oft auch psychologisch tätig werden. So, schönen guten Tag. Hallo, Konrad ist mein Name. Ich bin heute diensthabende Ärztin. Was haben Sie denn gemacht? Ich bin gegen die Tür gelaufen. Sie sind beim Aufräumen. Oh wei, das sieht ja schon ein bisschen abenteuerlich aus. Waren Sie bewusstlos oder so? Nicht? Nein. Was war das denn für die Tür? Für eine Tür? Eine Glastür oder? Das war Holztür. Na, aber das sind auch Glassplitter da drin. Da gibt's auch Glas, Scheiben. Zu uns in die Notaufnahme kam Frau Schulz mit einer Glassplitterverletzung im Bereich des Gesichtes. Sie war natürlich schon aufgeregt, hatte Schmerzen. Des Weiteren haben wir auch gesehen, dass sie ein Faltchen, ein blaues Auge hatte. Und die Wunde hat stark geblutet. Wie ist es denn passiert? Haben Sie die Tür nicht gesehen? Oder? Das war Windzug. Das war ein Windzug. Und da sind Sie einfach gegen gelaufen. Mhm. Tut Ihnen hier irgendwas weh? Und wenn ich hier drücke? Ein bisschen. Da ist eine Frau Kutsch, die sich nach Ihnen erkundigt. Kennen Sie die Frau Kutsch? Ja, das ist meine Freundin. Darf ich Sie rein, bitte? Ja. Darf sie rein? Oder? Ja. Sie sind die Freundin? Ja, ich bin die. Sie können nur ganz kurz noch mal mit ihr reden. Wir müssen sie auch noch gleich noch mal versorgen. Sie ist irgendwie gegen die Tür gelaufen. Okay, alles in Ordnung. Weiß der Tom schon Bescheid? Soll ich dem Bescheid sagen? Nein, bitte nicht. Wer ist Tom? Tom ist Ihr Mann. Okay. Bitte nicht, bleib bei mir. Bist du sicher? Aber ihr sicher. Ja, sicher. Julein, er muss das doch wissen, was Nein, mit dir abgeht. Nein, er muss es nicht wissen. Doch, ich bitte ruf dir eben schnell. Doch, ich ruf dir eben schnell mal an. Dann mach jetzt mal ganz kurz die Tür zu. Wir versorgen Sie erstmal. Okay. Die Patientin war natürlich schon etwas aufgeregt, dass es ihr jetzt passiert war, dass sie jetzt hier in der Notaufnahme saß. Kurz hinterher kam die Freundin dazu. Sie hatten sich höchstwahrscheinlich mittels Handy verständigt und meinte, sie wollte ihren Ehemann anrufen. Das hat die Frau Schulz vehement verneint. Sie wollte das unbedingt nicht, was mich dann schon etwas gewundert hat. Es sind ja schon einige Splitter drin, ne? So, wenn es weh tut, sagen Sie Bescheid, ja? Es geht. Oh. Ja, ich hab dem Tom Bescheid gesagt, er ist auf dem Weg. Nein, gut. Doch, da hast du Steffi. Dann warten wir jetzt mal ab. Können Sie erst mal kurz draußen warten, ja, bis wir die Versorgung gemacht haben? Ich hole Sie dann gleich dann noch mal rein. Ja? Gott sei Dank hatte die Frau Schulz großes Glück. Die Glassplitter waren nicht ins Auge gegangen. Das Auge war unverletzt. Natürlich hatte sie eine Schwellung und Hämatomenbildung rund um das Auge herum. Aber Gott sei Dank war das unverletzt geblieben. Ich glaube, wir brauchen zwei Kompressen. Wir machen eine so quer und eine nach unten. So. Frau Doktor, der Herr Schulz ist da. Wer ist das denn? Ist das Ihr Ehemann? Ja, Schätze ich auf die Uhr. Mir geht's schon. Moment mal, besser. Einmal ganz, ganz kurz. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen viel für Sie. Vielleicht warten wir. Mir geht's wirklich besser. Halt. Sie bleiben mal schön sitzen. Gib mir erstmal einen Kopf ab. Wir machen erstmal einen Verband. Es tut mir nicht mehr weh. Einfach mal Tür zu. Wir machen erstmal Tür zu, alle raus. Wir haben uns dann zunächst dafür entschieden, dass wir alle Angehörigen, auch den Ehemann, vor die Tür stellen, weil die Frau Schulz schon sehr panisch reagiert hat. Sie wollte auf einmal vom Tisch aufstehen, von der Liege runter. Sie wollte fliehen. Sie hatte Angst, sie hatte Panik. Das hat man hier richtig angemerkt. Irgendwas ist doch, oder? Geht's gut. Was belastet Sie denn jetzt im Moment? Haben Sie starke Schmerzen? Ja, es tut einfach am Gesicht weh. Aber Sie zittern ja die ganze Zeit. Hm. Ist ein bisschen kühl hier. Ist alles gut? Mhm. Wollen wir Ihre Freundin noch mal reinholen? Ja, bitte. Ja? Möchte ich mal eben holen? Ja. Den Mann sollen wir jetzt nicht reinholen? Nein. Auf keinen Fall? Warum nicht? Ja, möchten Sie im Moment nicht sehen. Kann ich akzeptieren? Genau. Manchmal ist das ja so. Der darf mich einfach so nicht und, sehen. Gut. So. Ja, Dr. Silke Konrad hat die Freundin der Patientin als emotionale Stütze dazugeholt. Und tatsächlich brechen auf einmal die Gefühle aus der jungen Frau heraus. Sagen Sie mal, was ist denn überhaupt los? Jetzt kommen Sie mal auseinander. Sie sind ganz aufgeregt, oder? Was ist mit Ihnen? Was ist mit Ihnen? Sie sind ja total aufgelöst. Sollen wir Ihnen vielleicht mal was für die Beruhigung geben? Ja, lass uns mal rübergehen in den Schockraum. Frau Schulz wirkte zunehmend panischer. Sie hatte Angst, sie fing an zu zittern, dass ich mich entschieden habe, in den Schockraum die Patientin zu verlegen, um da die Kreislaufparameter mal zu kontrollieren und die entsprechenden Medikamente zur Beruhigung zu geben. Bedenklicher als die offensichtlichen körperlichen Verletzungen ist der starke emotionale Stress, unter dem die Patientin steht. Dr. Silke Konrad will unbedingt verhindern, dass die junge Frau einen Nervenzusammenbruch erleidet. Einmal unter die Zunge, ja, und dann einfach nur auflösen lassen. Nicht runterschlucken, nur auflösen. Bereitest du mir mal einen Zugang vor, bitte? Mhm.
Wir machen einen Monitor dran. Können wir denn das hier mal alles ausziehen? Weil wenn wir in Zugang kriegen, mal ein EKG schreiben wollen, dann müssen wir mal gucken, dass wir das ausziehen. Okay. Und auch der Schal muss mal ab. Okay. Ja? Mhm. Chiara. Oh mein Gott. Mein Gott, so, was nimmst du das mal bitte? Was ist hier ganz blau? Woher kommt das denn? Kommt das auch von der Tür? Nicht von der Tür? Was ist denn da? Das, das ist ja schon vielleicht ein bisschen älter. Es ist, Wir ziehen jetzt erstmal das aus. Okay, vielleicht erzählen Sie es mir gleich nochmal in Ruhe, ja? Hier sind ja noch mehr Stellen. Das sehe ich jetzt schon. Das ist eine ganz alte Stelle. Das ist bestimmt schon 3 Wochen alt. Ja. Pass mal auf, wir schließen mal ganz kurz am Monitor an. Dann bleibst du, Linda, hier. Mhm. Und dann lass uns mal vielleicht mal ne, so unter 4 Augen, dass wir vielleicht mal gucken, was hier überhaupt ich bin los seit Jahren ist. Jahren deine beste Freundin, seit Jahren. Wenn du jemandem vertrauen kannst, dann noch mir. So. Wissen Sie was? Auch Sie würde ich bitten, dass Sie jetzt mal ganz kurz vor die Tür gehen, dass wir einfach mit ihr mal ganz in Ruhe sprechen können, dass wir sie auch noch mal versorgen können. Nachdem wir die Patientin entkleidet hat, haben wir natürlich diese alten Hämatome gesehen und die Würgemale im Bereich des Halses. Dann war für uns schon klar, dass nicht nur das Gegenlaufen gegen die Tür dafür verursacht sein kann, sondern einfach auch höchstwahrscheinlich eine Gewalt, die von irgendeiner Person ausgegangen ist. Dr. Silke Konrads Aufgabe ist hier nicht nur die medizinische Behandlung der Patientin. Sie will auch herausfinden, wer der Frau die Hämatome zugefügt hat. Das sind ja wirklich ganz schlimme Verletzungen, die Sie da haben. Lassen Sie bitte meinen Mann nicht rein. Hat das was mit Ihrem Mann zu tun, diese ganzen Blutergüsse? Ja, das hat mit ihm was zu tun. Was macht er denn? Streiten Sie sich öfters mal? Ja. Ja? Das ist schon eine längere Zeit bestimmt, oder? Hol mal die Freundin vielleicht rein, ist vielleicht noch ganz gut. Sie müssen das schon sagen. Legen Sie mal den Kopf nach hinten, ganz entspannt. Was ist denn mit Ihrem Mann? Streiten Sie sich häufiger? Häufiger ist es nicht, aber... Und dann wird er laut bestimmt. Das letzte Mal war das total schlimm. Steffi, das ist Tom. Das ist Tom. Das hat er gemacht. Was? Das? Das alles. Ja, das muss aber über längeren Zeitraum schon gehen, ne? Schlägt er sie denn? Ja, der hat mich geschlagen. Er hat sie geschlagen. Seit wann denn? Wie lange geht das denn jetzt schon? Fast seit unserer Hochzeit. Seit... Ja, du wolltest es nicht glauben. Das wäre mir doch... Oh. Also. Wieso bist du endlich mal gekommen? Ja, im Laufe des Gesprächs hat sie sich natürlich dann schon geäußert, dass ihr Ehemann ihr körperlich Gewalt antut und sie ständig tyrannisiert und auch bedrängt. Und in solchen Fällen könnte man vielleicht auch die Polizei einschalten, ne? Wenn sie das wollen. Ach das. Das ist meistens die einzige Lösung, dass man das vielleicht auch beenden kann, wenn das nicht aufhört. Und dass sie auch aus dieser Situation rauskommen. Natürlich, ja. Ich weiß, dass es ihr Mann ist. Es gibt Anlaufstellen. So kann es nicht weitergehen. Ja. Aber sowas muss ja nicht sein. Das muss ja auch keiner tragen. Er ist nicht da, ist sie kein. Ne? Okay, ich will aber, das melden. Okay. Wollen Sie das machen oder sollen wir das machen? Machst du das für mich? Kann ich gerne machen. Dann rufe ich jetzt die Polizei an. Jede vierte Frau hat schon einmal Gewalt in einer Partnerschaft erlebt. Meistens schämen sich die Opfer so sehr dafür, dass sie keine Anzeige erstatten. Die junge Frau will das jetzt ändern und ihren Mann anzeigen. Ja. Wie war das jetzt mit der Tür? Das war ja keine Tür, ne? Das war Glas. Das war Glas. Und was ist denn da passiert heute? Ich meine, das sind ja alte Verletzungen, alte Blut. Da hat er sie bestimmt geschlagen, höchstwahrscheinlich. Und was ist heute akut passiert? Was ist mit diesen Glasscherben in Ihrem Gesicht? Er hat mich gegen den Tisch geworfen. Polizeioberkommissarin Cornelia Bauer und ihr Kollege treffen in der Notaufnahme ein. Die Stimmung ist angespannt, weil der offenbar gewalttätige Ehemann sich im Wartebereich aufhält. Keiner weiß, wie er auf eine Anzeige seiner Frau reagieren wird. Doch diese ist notwendig, damit ihn die Beamten festnehmen können. Sieht ja übel aus, ne? Ja, das war heute Morgen. Er kam schon komisch gelaunt. Dann hat er gesagt, dass er jetzt gerne mit mir sprechen würde. Und dann haben wir auch gesprochen. Aber ich habe Angst vor ihm, weil
Selbst wenn er nett ist, dann ist er auf einmal so wütend und dann fängt er an zu schreien und rumzukreischen und dann passiert öfters, ne, oder? Ja. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich konnte also merken, er hat Riesenangst, weil sie auch wusste, ihr Ehemann sitzt da vorne. Da hatte echt Panik, da auch dazu überhaupt was zu sagen. Oder beziehungsweise, ich denke mal, sie ist davon ausgegangen, dass er gegebenenfalls das Zimmer stürmt. Die junge Frau ist selbst in Anwesenheit der Polizeibeamten völlig verängstigt. Dr. Silke Konrad befürchtet, dass die 30-Jährige noch Schlimmeres durchmachen musste. Ist noch mehr passiert als dieser Schlag mit dem Glashund auf den Glastisch. Das können Sie uns ruhig sagen, ne? Wir sind hier in Sicherheit, der ist ja draußen, das ist, um der wirklich kommt auch nicht hier rein. Was dagegen zu unternehmen, ne? Müssen wir wirklich alles wissen. Alles, ne? Die hat mich einfach auf das Sofa geschmissen und dann hat er mich ausgezogen. Er hat meine Hose zerrissen und dann. Gut. Und dann ist er. So, und dann hat er das gemacht, was Sie nicht wollten, ja? Okay. Wir müssen jetzt gleich mal auch, dass Sie noch untersucht werden, ja? Mhm. Ich rufe gleich mal noch eine Kriminalbeamtin an, die kommt zu Ihnen, ja? Ganz gut. Nachdem wir halt erfahren haben, dass der Ehemann Sie sexuell genötigt und vergewaltigt hat, haben wir uns entschieden, auch die Gynäkologen heranzuziehen, um eine gynäkologische Untersuchung im Hinblick auf weitere Verletzungen durchzuführen. Ja, ist das für Sie okay? Wir schon eine Anzeige schreiben wir sowieso. Mal wichtig ist jetzt erstmal, dass Sie wissen, dass Sie gleich noch untersucht werden. Ja, das müssen wir leider machen, aber das kannst du ja vielleicht auch noch gleich noch erklären. Das will ich Ihnen recht. Die Ärztin bleibt bei Ihnen und dann schicke ich gleich noch eine Kollegin. Natürlich ist es wichtig, dass man da eine Kriminalbeamtin hinzuzieht, die sich damit auskennt. Sie wird auf jeden Fall, die Frau Schulz, noch einige Tage bei uns im Krankenhaus bleiben, dass wir die Untersuchungen durchführen und die Verletzungen dokumentieren können. Natürlich fällt auch hier eine psychologische Betreuung an, die wir auf jeden Fall noch mit Frau Schulz vereinbaren werden. Haben wir jetzt irgendwas zu erwarten? Kennen Sie den auch gut, wenn wir ihn jetzt ansprechen? Ist der so ein bisschen erst ruhig und dann drehen die Augen und dann flippt er aus? Lieb. Also wenn, müssen Sie jetzt fragen. Ja, der ist lieb, wenn Sie da sind. Gefährlich. Er tritt auch mit den Füßen. Oh. Okay. Also so aus dem Nichts, denke ich mal, ja? Erst ist er freundlich und dann flippt er aus. Denke, wie gesagt, mir ist sowas von ihm nicht bekannt und nicht bewusst. Also uns gegenüber, wenn wir unterwegs waren, waren immer alles okay. Ja, das kennen wir. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, ne? Ihr meldet euch, ne? Ja, ja, klar. Ich lasse telefonieren eben gleich. Okay, alles klar, dass es dann ein bisschen zügig geht. Danke. Ja. Cornelia Bauer holt ihren Kollegen zur Unterstützung. Die von der Ehefrau geäußerten Vorwürfe scheinen nicht zu dem ruhig wartenden Mann zu passen. Doch die Beamten wissen, dass bei Gewalttätern die Stimmung ganz plötzlich in Aggression umschlagen kann. Wir haben hier ein kleines Problem, ne? Ja, Frau, geht's dir nicht so gut? Ja, was ist los? Ich mache mir große Sorgen. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Ich mache mir Sorgen um Sie. Was Warum passiert? Das denn? Ja, passen Sie auf, reden wir nicht lang drum rum. Wir haben einen Tatvorwurf hier, der häusliche Gewalt. Unter anderem, ne? Da steht noch was ganz anderes im Raum. Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen, ganz ehrlich. Verstehen Sie nicht? Nein. Ich sag doch, häusliche Gewalt, Ihre Frau hat alles vor blaue Flecken. Und der Tatvorwurf steht hier im Raum, dass Sie die geschlagen haben, ne? Unter anderem geschlagen. Warten Sie auf die Seite. Gehen wir da hin. Sie steht in Schock. Ich bin schon lange bei der Polizei, habe schon viele Sachen erlebt und ich wusste genau, jetzt kommt erstmal eine Lüge, kam auch, meine Frau ist verwirrt. Und ich habe also auch jeden Moment mit gerechnet, dass er ausflippt. Da brauchen wir jetzt auch nicht drum herum zu reden. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren, Sie können was sagen, müssen Sie aber nicht. Warte, ich will meine Frau privat machen, kommen Sie nichts an. Direkt auf den Boden. Schon mal ganz auf den Boden, komm. Hast du dran? Ja. Jawohl. Feierabend, Arme nach hinten. Mit meiner Frau mache ich das, was ich will. Ja, da zeige ich dir gleich, was du mit deiner Frau machst. Kümmern Sie sich lieber um Ihre lumpigen Straßendelikte. Und du bist jetzt mal einfach still. Das ist natürlich jetzt hier im Rahmen, dass er natürlich ein Rückkehrverbot bekommt für 10 Tage. Das ist natürlich die Frau Schulz jetzt auch angehalten, zu Gericht zu gehen, sich eine einstweilige Anordnung zu holen. In der Regel sieht das so aus, dass die dann ein halbes Jahr verfügen, dass der Ehemann nicht rein darf. Er darf, also sie darf ihn auch nicht reinlassen. Hoffentlich ist er auch vernünftig, dass er dem nachkommt, weil sonst ist es never ending story. Die Befundsicherung hat den Verdacht der Vergewaltigung bestätigt. Der Mann wurde mittels DNA-Analyse überführt und zu 2 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Die Ehefrau macht eine Therapie zur Traumabewältigung.